Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Deiner kann ich nicht vergessen. Ja, weil wir Jesus nicht vergessen wollen, sind wir hier zusammengekommen zur Feier des Gottesdienstes. Herzlich willkommen zum Vorabendgottesdienst am Vorabend des 30. Sonntags im Jahreskreis. Ein ganz zentrales Evangelium werden wir heute hören, das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Ein Gebot Jesu, das uns ganz unmittelbar mit seinem Willen, mit seinem Auftrag verbindet. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot, antwortet Jesus nicht mit irgendeiner besonders originellen Überlegung, sondern er antwortet, indem er zwei Zitate aus den fünf Büchern Mose, aus der Tora, aus dem Gesetz des Mose zitiert. Ein Zitat aus dem Buch Deuteronomium, wo es um die Liebe zu Gott geht. Ein Zitat, das jedem gläubigen Juden geläufig ist, weil es in dem Morgengebet jedes Juden vorkommt, in dem Schma Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer und ihn sollst du lieben mit ganzem Herzen. Und ein zweites Zitat aus dem Buch Levitikus, wo davon die Rede ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus antwortet also mit zwei Zitaten, die dem Fragesteller natürlich bekannt waren. Und die Bibelausleger durch die Jahrhunderte hindurch haben sich dann immer wieder gefragt: Ja, wo liegt jetzt eigentlich das Neue, das Besondere in dieser Antwort Jesu, in diesem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe? Hinter dieser Frage steht oft so dieses Bedürfnis, Jesus möglichst abzusetzen und in Distanz zu setzen zum Judentum. Das, was Jesus bringt, muss etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, etwas ganz Unerhörtes sein, was im Judentum noch gar nicht bekannt war. Und oft hat man dann gegenübergestellt das Judentum mit seiner Gesetzlichkeit, mit seinen vielen kleinen, starren Geboten und Verboten und auf der anderen Seite das wunderbare Liebesgebot Jesu, Gott und den Nächsten lieben. Aber mit einer solchen schematischen Gegenübersetzung, auf der Gegenüberstellung auf der einen Seite der Gesetzlichkeit des Judentums und auf der anderen Seite das Liebesgebot des Evangeliums, damit kommen wir hier eigentlich nicht weiter. Denn wir haben jetzt an den vergangenen Sonntagen aus dem 20. bis 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums viele Streitgespräche Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört. Aber das, was wir heute hören, ist eigentlich kein Streitgespräch. Zwar heißt es hier auch, dass einer der Gesetzeslehrer Jesus versuchen wollte. Aber dieses Wort versuchen kann einen unterschiedlichen Klang haben. Es kann einen bösartigen Klang haben,
jemanden in Versuchung führen, jemanden zum Bösen führen wollen. Aber es kann auch einen ganz anderen Klang haben, eher im Sinn von jemanden testen, jemanden eine schwierige Frage stellen und schauen, ob er damit umgehen kann, ob er damit zurechtkommen kann. Und die Frage, die hier gestellt wird, die haben sich die Schriftgelehrten und Rabbiner zur Zeit Jesu sicher immer wieder gegenseitig gestellt. Das war eine der beliebtesten Fragen im Judentum. Was von den vielen Geboten und Verboten ist nun wirklich ganz wichtig? Was ist das Allerwichtigste? Und wenn wir schauen, welche Antworten die Rabbiner zur Zeit Jesu und auch später gegeben haben, dann sehen wir, das, was Jesus hier sagt, ist gar nicht besonders originell. Nein, diese Antwort gab es häufig im Judentum, dass man gesagt hat, das, was im Buch Levitikus steht, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur irgendein Gebot neben vielen anderen, das ist die Summe aller Gebote, darauf kommt es an. Oder man hat die 10 Gebote als die kurze Zusammenfassung für die ganze Tora, für das ganze Gesetz des Mose verstanden. Und diese 10 Gebote, die hat man ja traditionell eingeteilt in die erste Tafel der Gebote, wo es um das Verhalten gegenüber Gott geht, und die zweite Tafel der Gebote, wo es um das Verhalten gegenüber dem Mitmenschen geht. Also auch da kommt man dann zu derselben Antwort wie Jesus. Das Verhältnis zu Gott, das liebevolle Verhältnis zu Gott und das gute, liebevolle Verhältnis zu Mitmenschen, das ist die Summe aller Gebote. Ja, müssen wir dann enttäuscht sein, wenn wir entdecken, dass die Antwort Jesu hier gar nicht so originell ist? Nein, überhaupt nicht. Gerade das ist etwas Wichtiges, eine wichtige Erkenntnis für uns. Hier geht es nicht um eine feindselige Gegenüberstellung, sondern hier geht es um das gemeinsame Fundament. Hier geht es um das, was Jesus und die, die zu ihm gehören, mit dem Judentum gemeinsam haben. Und das war ein großes Anliegen, gerade der Evangelisten, dass die frühe christliche Gemeinde die große ethische Tradition des Judentums mit lernen kann, mit aufnehmen kann, daran teilhaben kann. Gibt es dann doch eine Besonderheit in diesem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe? Diese Frage haben ja die Christen sich sehr früh gestellt. Denken Sie daran, wie das Johannesevangelium damit umgeht, das von dem neuen Gebot redet. Und dann heißt es aber gleich auch wieder, nein, es ist gar kein so neues Gebot. Es ist das Gebot, das ihr schon immer kennt. Aber es ist doch irgendwie ein neues Gebot. Das Neue und Besondere, vielleicht ist es darin zu sehen, dass Jesus hier die Gottesliebe und die Nächstenliebe nicht nur aufzählt als zwei große Gebote, sondern dass sie in seiner Verkündigung praktisch zu einem Gebot werden, zu ein und demselben werden, dass wir, indem wir den Nächsten lieben, auch Gott lieben, dass wir die Liebe zu Gott gerade dadurch zeigen, dass wir auch den Nächsten lieben. Das zeigt sich ja dann im Matthäusevangelium ein paar Kapitel später, wo es um die große Rede des Königs, des Weltenrichters geht, der die Menschen sozusagen vor sich hintreten lässt und sagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr dem Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Das heißt, das Verhältnis zu Gott entscheidet sich da ganz und gar, einzig und allein, am Verhalten gegenüber dem Mitmenschen. Und zwar dem einfachsten und dem gewöhnlichsten und geringsten Mitmenschen gegenüber. Und das zweite Besondere vielleicht liegt darin, dass das Wort von der Gottesliebe für uns Christen in der Tat einen besonderen Inhalt bekommt.
Liebe zu Gott, das ist nichts, was wir Christen erfunden hätten. Wie gesagt, das kommt im Morgengebet jedes frommen Juden vor. Aber für uns Christen hat es eine besondere Färbung, weil wenn wir an die Liebe zu Gott denken, dann können wir nicht anders als auch an Jesus denken. Wir können Gott nicht von Jesus unterscheiden, sozusagen. Wir können zu ihm nur dann eine persönliche Beziehung aufnehmen, wenn wir auf Jesus schauen. Die Liebe zu Gott bekommt ihren Inhalt, ihre Füllung durch unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, manche Menschen haben eine Schwierigkeit damit, dass sie sagen, wie kann man denn die Liebe, sei es die Liebe zu Gott oder zum Mitmenschen, zu einem Gebot machen? Wie kann man jemanden befehlen, du sollst Gott und den Nächsten lieben? Liebe kann man doch nicht befehlen. Aber da steckt ein Verständnis von Liebe dahinter, das anders ist, als wir es eben in der Bibel kennen. Wenn wir von Liebe reden in unserem normalen Sprachgebrauch, dann denken wir an etwas sehr Gefühlvolles, an etwas Herzensinniges, an ja, ein großes Gefühl. Und da haben wir völlig recht, wenn wir sagen, das kann man nicht befehlen, das ist da oder nicht da, das überkommt uns, aber das kann man nicht einem anderen nahelegen oder befehlen. Wenn die Bibel von Liebe redet, im Alten und im Neuen Testament, dann ist meistens nicht so ein großes Gefühl oder so eine Herzensinnigkeit gemeint, sondern dann sind meistens handfeste Dinge gemeint, ganz praktische Dinge. Genau das, was wir heute in der Lesung gehört haben, aus dem Buch Exodus. Die Fremden nicht ausnützen und ausbeuten. Für die Schwachen in der Gesellschaft, damals die Witwen und Waisen, da sein. Beim Umgang mit den Armen ganz konkret daran denken, was sie brauchen für das Leben, dass sie etwa die Decke, mit der sie ihren bloßen Leib bedecken, brauchen, dass man sie ihnen nicht als Pfand vorenthalten kann. So ganz praktische, lebenspraktische Dinge sind es, die da eine Rolle spielen, wenn hier von der Liebe zum Mitmenschen gemeint ist, gesprochen wird. Gemeint ist der Respekt dem anderen gegenüber, die Sorge für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft, die Bereitschaft, den anderen ernst zu nehmen, auch den, der nicht viel zählt, nicht viel gilt in der Gesellschaft. Unsere Welt ist ganz anders als die, für die das Buch Exodus einmal geschrieben worden ist. Da sind viele, viele Jahrhunderte vergangen und trotzdem kommt uns vieles vielleicht sehr vertraut vor. Auch in unserer Gesellschaft entscheidet sich vieles daran, wie wir mit den Schwächsten umgehen, wie wir mit den Fremden umgehen, wie wir mit denen umgehen, die sich nicht allein helfen können, wie wir die ganz elementaren Bedürfnisse der Armen ernst nehmen und respektieren. Da geht es vielleicht nicht mehr um den Mantel, mit dem man seinen Leib bedeckt, sondern um andere Dinge in unserer Gesellschaft. Aber es geht um dasselbe Grundthema, um den Respekt dem Mitmenschen gegenüber, um ganz handfeste, praktische Dinge, wie so ein großes Wort wie Nächstenliebe sich im Alltag zeigen soll. Und dasselbe Verständnis hat Jesus gezeigt, als er gefragt wurde, was ist das denn eigentlich, die Liebe zum Nächsten? Da hat er ja dann, wir kennen es aus dem Lukas-Evangelium, die Beispielgeschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Da geht es um Nächstenliebe, wo es darum geht, einen hilflosen Menschen nicht an ihm vorbeizugehen, sondern ihn wahrzunehmen, ihn ernst zu nehmen und ganz praktisch eine vernünftige und effektive Hilfe zu leisten. Liebe Schwestern und Brüder, ja, wir dürfen uns darüber freuen, dass das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe nicht etwas ganz Besonderes und ganz Exklusives ist. Es verbindet auch heute uns Christen mit vielen Menschen guten Willens. Wir haben es nicht für uns allein, dass wir den Mitmenschen lieben wollen, sondern es ist eine große gemeinsame Basis mit vielen anderen Menschen. Aber
wir haben die Chance als Christen, dieses Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe zu füllen mit unserer Erfahrung mit Jesus Christus, ihm eine Gestalt, eine immer wieder neue Färbung zu geben durch unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse mit Jesus Christus, damit es nicht eine blasse, abstrakte Liebe zum Mitmenschen ist, sondern eine konkrete, lebensvolle, im Alltag wirklich auch sich auswirkende Liebe zum Mitmenschen, in der sich dann auch die Gottesliebe erfüllt. Amen.